Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute mache ich für euch den kleine Geheimnisse-Tag, weil es meinen Kanal ja noch nicht so lange gibt und ich habe mir gedacht, vielleicht wollt ihr mal so ein paar Dinge über mich wissen und ich habe den Tag bei Gabby Glam Books gesehen und ich glaube, die liebe Paddy hat den Tag auch gemacht und jetzt wollte ich ihn einfach auch mal machen. So, fange ich gleich mal an. Erste Frage. Welchen Sinn würdest du am wenigsten vermissen? Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Puh, das fängt ja schon gut an, das ist ja krass. Also, welchen Sinn würdest du am wenigsten vermissen? Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Das ist richtig krass. Weiß es nicht. Ich sage jetzt einfach irgendwas. Ich wollte fast riechen sagen, weil ich einfach so oft Schnupfen habe, dass ich manchmal wirklich nichts rieche. Aber wenn man auch riechen ist und schmecken ist halt auch so ein bisschen miteinander verbunden. Ich glaube, wenn eins davon wegfällt, fällt das andere auch zwangsläufig weg, oder? Und ich verbinde so viele Erinnerungen mit Gerüchen, da würde ich nicht drauf verzichten wollen. Aber schmecken, fühlen, hören, sehen. Ja, wahrscheinlich schmecken. Ich würde auf schmecken eher verzichten. Dann kann ich mein Essen wenigstens riechen. Oh, ich weiß nicht, das ist richtig schwer. Ich sag jetzt einfach mal schmecken, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher. So, Frage 2. Hast du noch geliebte Kuscheltiere aus der Kindheit? Aus meiner Kindheit. Ich wollte gerade eigentlich ein Kuscheltier herholen, aber das ist ja nicht aus meiner Kindheit. Also ich habe immer noch Kuscheltiere bei mir. Ich bin einfach so ein Kuscheltier-Fan. Aber habe ich noch eins aus meiner Kindheit? Ich glaube nicht. Nee, ich habe jetzt einfach andere Kuscheltiere. Ich habe so einen ganz großen Teddy und so einen großen SpongeBob. Die habe ich geschenkt bekommen. Aber ja, aus meiner Kindheit. Ich hatte immer ganz, ganz lange so einen kleinen gelben Hund. Ich weiß nicht, ob das, war das ein Mops oder so eine Art, ja, so ein Mops war das, glaube ich, so einen kleinen gelben Mops, mit dem habe ich immer geschlafen, den hatte ich richtig lange, aber den habe ich irgendwie auch nicht mehr, von dem habe ich mich irgendwann auch getrennt. Ich weiß gar nicht, warum, ich hatte den sogar im Studentenwohnheimzimmer noch, aber den habe ich jetzt nicht mehr, egal, ich mache jetzt einfach mal weiter. Aber wie gesagt, ich liebe Kuscheltiere, ich habe auch noch Kuscheltiere. So, was wolltest du als Kind werden? Ja, als Kind wollte ich alles Mögliche werden. Ich glaube, vor allem wollte ich Schauspielerin werden. Weil ich fand das toll. Ich habe, glaube ich, in der Grundschule Theater gemacht. Es ist eigentlich schade, dass es so lange her ist, weil ich würde es gerne wieder machen, aber jetzt ist die Hemmschwelle total hoch, weil ich einfach irgendwie scheuer geworden bin. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall habe ich das total, ich fand das voll cool. Ich habe immer Schloss Einstein geguckt und ich habe mir immer gewünscht, zu so einem Casting zu gehen und dann so ein Kinderstar da zu werden. Und ja, sowas fand ich halt voll cool. Das wollte ich unbedingt werden. So, hast du Piercings oder Tattoos? Wenn ja, an welcher Stelle? Nein, ich habe nur ganz normale Ohrlöcher. Auch keine zweiten Ohrlöcher oder so, nichts. Gar nichts. Ich habe voll Schiss vor sowas und ich habe voll so. Ja, ich habe einfach Bammel vor sowas. Ich kann mir nicht selbst irgendwelche Schmerzen zufügen. Also was heißt selbst Schmerzen zufügen? Aber das ist einfach für mich so ein. Ich traue mich sowas nicht. Aber ich finde es nicht. Also ich finde es cool, wenn man sowas hat. Ich verurteile das nicht, aber ich habe das halt nicht. So, Frage 5. Ich habe gar nicht gesagt, bei welcher Frage ich bin, ne? Also ich verlinke die Fragen auf jeden Fall in der Infobox und ihr könnt dann, während ich die Fragen beantworte, auch nochmal so nachlesen. Also Frage 5. Bei welchem Buch oder Film hast du als letztes geweint? Ich lese gerade ein Buch und zwar Gegessen heißt das und da geht es um Magersucht bzw. Bulimie und das hat so autobiografische Züge, also dass nichts ausgedacht ist und ach, das ist so heftig, also das ist auch ein Rezensionsexemplar, da wird auf jeden Fall noch eine Rezension zu kommen und das Buch ist einfach so krass, einfach ja teilweise, wie sie da halt in so. Da ist sie, glaube ich, in so einer Therapiegruppe gewesen oder nee, danach war das. Also da ist sie in so ein Krankenhaus gekommen und hat so einen Schlauch durch die Nase bekommen. In ihren Magen wurde das halt so geführt und wurde da halt im Krankenhaus zwangsernährt.
Und diese Szene, wie sie sich da gefühlt hat, wirklich wie so ein Tier, das zur Schlachtbank irgendwie geführt wird. Also so, die waren wohl auch alle total kalt und das ist halt für diese Routine gewesen in dem Krankenhaus. Die machen das wohl halt öfters, ja klar, wenn die da arbeiten, ne? Und ja, wie sie das beschrieben hat, dass sie halt kleine Nasenlöcher hat und dann halt so gleich Nasenbluten bekommen hat und das halt auch wehgetan hat und dass sie sich da so voll missbraucht eigentlich gefühlt hat. Das hat, ey, da musste ich als, das war das die letzte Stelle, an der ich mich richtig schlucken musste und Tränen in den Augen hatte. Ich habe aber nicht geweint, weil ich halt, ich saß, glaube ich, im Zug oder so. Aber eigentlich macht es mir da auch nichts aus, wenn mir da so stumm die Tränen übers Gesicht laufen. Ich bin da eigentlich nicht so, ich halte mich da nicht so krass. Natürlich breche ich da nicht in Geheule aus, das ist klar, aber ja. Ich weine schnell. Ich weine bei Büchern schnell und bei Filmen auch. Ich kann das aber nicht immer zeigen. Also wenn ich zum Beispiel einen Film mit jemandem an meiner Seite gucke, dann kann ich nicht einfach so weinen. Ich weiß auch nicht. Das geht irgendwie nicht. Dann mache ich mich eher noch lustig darüber. Ich weiß auch nicht, wieso. Das ist halt so, ich überspiele das. Ich bin eigentlich total sensibel und fühle voll schnell mit. Aber ich lasse es nicht immer zu und ich überspiele es halt total gerne. Und ja, aber wenn ich allein bin und mir erlaube, einfach zu fühlen, dann weine ich total schnell, wirklich. So, gibt es einen Film, der dich immer zum Weinen bringt? Wie gesagt, es gibt viele Filme. Ich kann jetzt irgendwas Klischeehaftes nennen wie Titanic oder Gabby hat zum Beispiel auch Mit dir an meiner Seite und ich weiß gar nicht, ob sie das andere an der Stelle erwähnt hat oder bei der Frage davor. Auf jeden Fall, Mit dir an meiner Seite ist auch so ein Ding, ne? Da muss ich halt auch heulen. Ich habe wirklich viele Filme. Ich gucke gerne so Teenie-Filme eigentlich, ja. So Liebeskomödien oder Romantikkomödien heißt es eigentlich, ne? Und ja, sowas gucke ich halt total gerne und da weine ich eben auch voll schnell. So, ich mache mal weiter, damit wir heute noch durchkommen und das Video nicht endlos lang wird. Siebte Frage. Wenn du eine kostenlose Schönheits-OP bekommen würdest, würdest du es tun? Und wenn ja, was würdest du an dir verändern lassen? Nein. Ich bin absolut gegen OPs. Ja, vor allem, wenn das im Gesicht gemacht wird, dann finde ich immer, dass die Person danach schlimmer aussieht als vorher. Also ich finde, mit so einer veränderten Nase oder sowas, ne, da sieht man danach aus wie ein Alien. Das sieht unnatürlich aus. Man sieht richtig, dass es so ein Eingriff in die Natur war. Das ist ganz schlimm für mich. Ich kann dann da auch nicht weggucken. Ich muss dann da immer hingucken und ich denke mir so, nein, das ist einfach nicht deine Nase. Das sehe ich doch schon. Das passt überhaupt nicht in dein Gesicht. Und ich finde, Gesichter sind so schön. Oder auch Menschen, auch Körperformen. Egal wie klein, groß, dick, dünn. Egal ob markante Nase oder nicht. Oder so eine knubbelige Nase, wie ich sie habe. Oder weiß nicht. Oder ich habe ja auch eine Zahnlücke. Und ich hätte, natürlich hätte ich das wegmachen lassen können. Das ist ja kein großer Eingriff. Da muss ich dann einfach hier dieses Lippenbändchen entfernen lassen und dann halt eine Spange tragen und gut ist. Ne? Also mehr muss ich da auch gar nicht machen, so wirklich. Ich habe es aber nicht machen lassen, weil, weiß nicht, die Menschen kennen mich so und das ist so ein bisschen mein Markenzeichen und ich stehe da so zu und ich finde das schön. Also ich finde Makel schön, ich finde Narben schön und ja, wie gesagt, ich sehe halt keinen Sinn in Schönheits-OPs, aber wenn jemand das unbedingt machen möchte, dann bitte, aber ja, man muss dann nicht erwarten, dass es einem hinterher wirklich besser geht als vorher, weil meistens liegen die Probleme im Innen und nicht im Außen, das ist auch nochmal so ein Ding und ja, also ich bin strikt gegen Schönheits-OPs. Ich würde es halt nie an mir machen lassen. Aber das muss halt jeder selbst entscheiden. Achtens. Bei welcher Süßigkeit wirst du schwach und willenlos? Ja, ich glaube Schokolade. Ja, Schokolade. Mir fällt gar nichts anderes ein. Süßigkeit, ja. Süßigkeiten, ich esse gar nicht so viele Süßigkeiten. Aber was ich ab und zu immer mal brauche, ist halt Schokolade. So auf so Gummizeugs und so, also so Lachgummis oder was weiß ich was, kann ich halt total gut verzichten. Habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Aber Schokolade, ich kann nicht ohne Schokolade. Manchmal habe ich da so ein Craving. Ich muss das dann einfach haben. Deswegen Schokolade. So, neuntens. Bist du auf etwas besonders stolz? Ob ich auf etwas besonders stolz bin? Eigentlich darauf,
ein eigenständiges Leben zu führen. Also ich bin halt nach dem Abi von zu Hause ausgezogen, um zu studieren. Und ich hatte auch so Phasen, wo ich mir dachte, oh Gott, ich will wieder zurück nach Hause, mich in meinem Bett verkriechen und wieder Kind spielen sozusagen. Aber ich finde einfach, das war ein mega wichtiger Schritt. Und seitdem habe ich mich so verändert und bin persönlich so gewachsen. Ich bin echt durch die Hölle gegangen teilweise. Aber ich habe nicht aufgegeben und ja, ich hatte auch so Phasen, in denen ich fast kein Geld hatte und nichts. Ich werde das jetzt einfach so ganz offen sagen, weil ich stehe dazu. Aber im Endeffekt bin ich halt da rausgekommen, viel stärker, als ich da reingegangen bin. Und das war auch so ein Knackpunkt in meinem Leben, an dem ich wirklich von so einem passiven Menschen zu einem aktiven Menschen geworden bin. Und kein Zertifikat der Welt, nicht mein Abi, nicht mein Bachelor, nichts kommt daran an diese Erfahrung, die ich einfach gemacht habe. Darauf bin ich einfach stolz, dass ich jetzt sagen kann, ich nehme mein Leben selbst in die Hand und ich bin selbst für meine Fehler verantwortlich und was heißt für meine Fehler, aber für alles, was ich im Leben irgendwie habe, was mir nicht gefällt, das liegt in meiner Hand, ich kann das verändern und sonst niemand und niemand ist schuld und genau, Eigenverantwortung. Und das habe ich einfach in dieser Phase in meinem Bachelorstudium gelernt, in der ich wirklich völlig an die Wand gefahren bin eigentlich. Und dass ich da rausgekommen bin und einfach ein anderer, veränderter, stärkerer Mensch bin, darauf bin ich am stolzesten. Ja, am meisten stolz. Genau. Weiter. Hast du Narben? Ja, ich glaube schon. Ja, ich habe Narben. Ich habe eine Narbe, ich habe bestimmt mehr Narben. Ich habe auf dem Arm auch so kleine Narben, weil als Kind hatte ich Neurodermitis oder sowas ähnliches. Irgendwie konnten die Ärzte nicht richtig sagen, was es ist. Neurodermitis war es auch nicht. Ich hatte halt immer so einen permanenten Ausschlag auf meinem Arm. Ich habe es immer wieder irgendwie aufgekratzt. Ich habe eigentlich eine Hausstaubmilbenallergie und es wurde irgendwie vermutet, dass es daher kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß bis heute nicht, was es war, aber es ist auf jeden Fall weg. Ich neige aber dazu, also so im Winter bei der Heizungsluft und so, ist alles nicht so gut für mich. Auf jeden Fall, ja, habe ich halt von diesem ständigen Aufkratzen habe ich halt Narben, aber sonst, ja, so ein, zwei Narben habe ich, aber wie gesagt, Narben finde ich schön und aber nichts Großes, glaube ich. Am Knie habe ich auch eine, weil ich mal mit dem Fahrrad hingefallen bin als Teenager und da habe ich mehr um meine Hose geweint als um mein Knie. Das war auch ganz witzig, weil früher waren die Miss Sixty-Hosen so richtig in und ich hatte halt so eine Miss Sixty-Hose und ich so, nein, meine Hose. Und meine Freundin nur so, oh mein Gott, dein Knie blutet. Ich so, scheiße auf mein Knie, Mann, die Hose. Aber ja, okay, das ist nochmal eine andere Story. Weiter geht's. 11. Frostbeule oder Bunsenbrenner? Hast du größere Probleme mit Hitze oder Kälte? Mit Hitze oder Kälte? Mit beidem. Ich bin total empfindlich auf Hitze und auf Kälte. Wenn es zu heiß ist, dann gehe ich ein und wenn es zu kalt ist, dann gehe ich auch ein. Und ja, deswegen ist beides nicht so mein Favorit. Also ich mag so gemäßigte Temperaturen, wo ich weder friere und noch richtig abartig schwitze. Also ich mag beides wirklich nicht. Aber Kälte macht mir im Moment sehr zu schaffen, weil das macht mich aggressiv. Ich gehe raus, ich friere mir den Arsch ab. Ich gehe schon extra richtig schnell, weil ich bin immer zu Fuß unterwegs und ich gehe so richtig schnell, damit mir halt warm wird. Aber ich weiß nicht, ich bin so eine Frostbeule teilweise, dass ich extrem friere. Aber ich schwitze auch schnell extrem. Also es ist bei mir echt beides macht mir einfach zu schaffen. 12. Hast du einen Kosenamen? Ja, Bücherjase für diesen Kanal und für meinen Blog. Und nein, also Jase kam mal irgendwann, ich heiße ja Jasmin, im türkischen Yasemin und manche nennen mich Jase, manche nennen mich Jase, manche nennen mich Jasmin, das ist völlig wurscht eigentlich, aber ja, so ein Kosenamen und ansonsten so nichts, was sonst immer, wie ich immer wieder genannt werde. Aber die Sachen kommen schon immer mal wieder vor. 13. Hast du schon mal eine berühmte Person getroffen bzw. kennengelernt? Wenn ja, wen? Berühmte Person? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. 14. Bist du ein Buchkuschler inklusive Streicheln, dran riechen und betrachten? Okay, ihr habt es gesehen. Also ja. 15. Für welche Eigenschaft an dir erhältst du oft Komplimente?
Für welche Eigenschaft an dir erhältst du oft Komplimente? Was heißt oft? Aber eine Freundin sagt immer zu mir, dass ich ziemlich gut darin bin, mich selbst zu analysieren und auch mich selbst, also selbstkritisch bin. Aber das sagt diese eine Person. Beobachtet das halt an mir, das höre ich nicht so oft, aber für was kriege ich denn? Ja, für meine Zahnlücke bekomme ich auch tatsächlich auch Komplimente, aber das ist keine Eigenschaft. Für welche Eigenschaft? Ich weiß nicht. Manchmal sage ich Sachen und dann gucken mich Leute so richtig entsetzt an und sagen so, krass, voll krass von dir. Also, es ist, für mich ist das ein Kompliment, weil es mir zeigt, dass ich irgendwie so out of the case denke und mit meinem Denken einige Leute in ihrem Weltbild teilweise erschüttere. Aber ja, weiß nicht, kann man das als Kompliment nehmen? Ich weiß nicht, ich habe darauf keine so gute Antwort. Viele sagen, ich bin verrückt, das nehme ich auch als Kompliment, dass ich halt total crazy bin manchmal. Ja, vielleicht nehmen wir einfach das. Und Bonusfrage, was war das schönste Geschenk, das du jemals bekommen hast? Ich bin jetzt unter Paddys Video und hier steht die Bonusfrage. Ich glaube, die Bonusfrage kann man selber wählen. Aber ich bin gerade voll unkreativ, deswegen werde ich einfach Paddys Frage beantworten. Also, was war das schönste Geschenk, das du jemals bekommen hast? Was war das schönste Geschenk, das du jemals, was ich jemals bekommen habe? Vielleicht denke ich mir gleich noch eine Bonusfrage aus und dann schreibe ich sie einfach unter mein Video. Und wenn ihr dann auch so ein Video macht, könnt ihr das dann einfach beantworten. Ich beantworte jetzt einfach Paddys Frage und das schönste Geschenk, dass ich mir, das ist auch schon wieder so schwer. Ich weiß nicht. Meine kleine Schwester. Das ist zwar kein Geschenk, was ich bekommen habe, aber das bereichert mein Leben. Und das war auch kein Geschenk so explizit an mich, aber egal. Mir fällt da nichts Materielles zu ein und ich bin einfach nur mega glücklich, dass ich meine kleine Schwester in meinem Leben habe. Liebe Grüße an dich, wenn du das schaust. So, ich bin jetzt durch damit und entweder ich schreibe da noch ein paar Leute in die Kommentare, die ich tagge, oder ihr könnt euch natürlich wieder alle getaggt fühlen und diesen Tag auch machen. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!